Eigentlich wollte ich ja erst zum Drachen-Event ein weiteres Video machen, aber es sind ein paar Dinge passiert, wo ich mir denke, okay, vielleicht mache ich doch nochmal eine Gesamtauswertung zum Pokémon Go Fest 2020. Ich wollte ja am zweiten Tag nicht nochmal ein weiteres Video hochladen, weil für mich war das Team Rocket-Event von Anfang an schon nicht so interessant, aber die Spawns außerhalb des Go Rocket Fest Events, das war eine coole neue Schöpfung, war es dann eben schon sehr schön. Also es war so wie im Tag zuvor, sogar ein bisschen besser, weil die ganzen regionalen Pokémon wie Fonifras und Vipides, die hatte man jetzt dauerhaft in Rauch drin. Jetzt, wo die Habitate weggefallen sind, hatte man viel, viel mehr Möglichkeiten, an den Schein zu kommen. Also wer da dauerhaft mit Rauch gespielt hat, der wurde da belohnt. Hoffe ich zumindest. Und das ist nämlich auch der nächste Punkt. Ich habe mir dann nämlich heute mal das Video vom Schilling angeschaut und ich habe gar nicht gewusst, wie die Mehrheit der Leute dieses GoFest wahrgenommen hat im Verhältnis zum letzten Jahr. Und deswegen mache ich dann schon nochmal ein Video. Im Hintergrund ist nochmal ein bisschen Gameplay von heute aktuell, weil halt rein zufällig, jetzt war 18 Uhr, läuft die Bumbleen-Rampenlichtstunde mit doppelt EP. Ist für mich super uninteressant und dann kann ich hier die Zeit auch nutzen, nochmal ein Video zu machen. Der ein oder andere Rocket-Kampf war mit dabei und nebenbei werde ich euch meine ganzen schillernden Pokémon auch nochmal zeigen. Ja, das im Hintergrund. Und was habe ich da gelesen? Also, da gibt es viele Dinge. Wie fangen wir denn am besten an? Also, erstens haben wohl sehr viele Leute gar nicht so viele Shinies abbekommen. Und das tut mir dann schon so leid, weil gerade wenn man dann auch so hier bei mir reinschaut, ich habe ja nun schon sehr viel auch erhalten, aber ich habe auch von Anfang an euch gesagt, spielt so, wie ihr es für am richtigsten gehalten habt. Und da war ja die Prioritäten bei jedem anders. Es ist blöd, wenn jetzt wirklich jemand 20 Stunden nonstop gespielt hat, genau wie ich, ohne Raids, ohne irgendwelche anderen Rocket-Kämpfe und wirklich nur fürs Fangen und Anklicken und da nur mit 5 Shinies rausgeht, das halte ich schon für fast unmöglich. Ich kann es mir nicht vorstellen, dann hat es andere Gründe, vielleicht war du in einem Dorf gewesen bist oder du hattest nur einen Pokestop und konntest eben nur mit Rauch spielen, das ist dann auch wieder was anderes. Aber ich habe gelesen, viele haben da echt nur so 1, 2, 3, 4, 5 Shinies bekommen, ein paar dann um die 15 bis 20 und ganz, ganz wenige waren jenseits der 50. Und das ist, wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass das da so schlecht lief bei einigen und da haben sich einige geärgert. Und die Shiny-Chance, die war wohl im letzten Jahr auch deutlich erhöht. Ich habe ja auch gelesen, 1 zu 25, 1 zu 50 hat der eine mal bei mir sogar reingeschrieben im letzten Video. Und da habe ich ja noch so aus Spaß gemeint, bloß nicht, mach mir doch bitte keine Hoffnung. Und dann war es aber wirklich so. Es war wirklich so, weil du nur einen Tag hattest. Und Schilling meinte eben auch, die haben sich vielleicht gedacht, naja, es sind ja 2 Tage, also erhöhen wir doch einfach die Shiny-Chance. Was eigentlich blöd ist, weil man ja tatsächlich sich doppelt so viel, vielleicht sogar 3 oder 4-mal so viel anstrengen muss, um an die gleichen Shinies zu kommen, von der reinen Anzahl her, wie noch im letzten Jahr. Für mich war es eben eine neue Info, also ich bin da von gar nichts ausgegangen. Also ich habe gehofft, dass da die Shiny-Chance ordentlich geboostet war. Ich fand 1 zu 100 war okay, aber wenn man es mal ganz genau betrachtet, ich habe ja nur angeklickt. Ich habe viele Shinies, ja. Aber nur, weil ich Gas gegeben habe und ich habe auch richtig Tausende an Pokémon angeklickt. Und normalerweise spielst du ja nicht so, wie ich das gemacht habe. Ich bin ja da eher eine Ausnahme. Die meisten fangen ja in aller Seelenruhe, laufen spazieren, nutzen Rauch. Und dann hast du vielleicht so 1500 bis maximal 2000 Pokémon an den 10 Stunden auch gefangen. Und wenn man da eine Chance von 1 zu 25, 1 zu 50 hätte, dann wären die Leute auch dann vielleicht zufriedener gewesen. Gerade jetzt, wo es hier auch die Shiny-Regionalen gab. Also, das tut mir wirklich leid, sowas zu lesen. Und dann wisst ihr, was ich auch gelesen habe? Das ist mir vorher auch gar nicht so bewusst geworden, weil hätte ich diese Info schon eher gehabt, wie einige Leute ticken mit dem Pokémon Kaumalat, hätte ich da auch nochmal das separat angesprochen. Denn mir tut es ebenfalls weh, nicht nur zu lesen, dass die Leute eine schlechte Ausbeute hatten. Es tut mir auch wirklich sehr weh zu lesen, dass da Menschen so ganz viele Raid-Pässe für ein Kaumalat ausgegeben haben. Oh, das ist bitter. Macht das bitte nicht, Leute. Das ist genau, wie ich immer predige, gibt kein Geld mehr für Brutmaschinen aus. Es lohnt sich überhaupt nicht, ein Raid auszugeben. 40 Stück nur für ein Kaumalat. Ey, macht das nicht. Es sei denn, ihr habt Geld über. Okay. Aber ansonsten, es lohnt sich einfach nicht. Kaumalat
wusste man vor dem Event schon, es gibt eine Ultra-Woche und es wird nach dem Event sowieso eine Drachenwoche geben. Also warum raiden, wenn man ganz viele, also viele in Anführungsstrichen, Kaumlat bekommen kann, die man dann einfach tauschen kann? Ich meine, wir leben momentan in so einer Zeit, da wo es nicht selten ist, dass man Lucky Trade machen kann. Und ein stinknormales Kaumlat, wer da ein gutes haben will, der muss nicht raiden, der macht einfach nur so lange einen Tausch, bis da ein gutes dabei ist. Oder? Das kostet nichts. Also warum da Raid-Pässe ausgeben? Mach das doch lieber für die Legendären, weil die kriegst du nicht einfach so. Oder es wäre auch noch was anderes, wenn ihr das mit einem Praktibike macht. Weil Praktibike gibt es ja wirklich nur in den Raids und ab und zu mal in dem Ei. Es gibt es nicht in der Wildnis. Und Kaumalat hatten wir wirklich sehr, sehr häufig in der Wildnis bei dem Event. Ich habe so viele Candies jetzt. Ich habe jetzt 750 Candies auf jedem Handy. Und da sieht man mal, also wer ein Ticket hatte, musste auf keinen Fall raiden. Und wer ein gutes haben wollte, der musste eben auch nicht raiden. Weil man kann die doch tauschen. Die Zeit und das Geld, was man da investiert, für so ein, in der Hoffnung, ein gutes aus einem Raid zu bekommen, da gibt doch lieber die Zeit dafür aus, dass du einen Tauschpartner findest. Schreib die Leute an und dann ist doch auch gut. Oh, das, wie gesagt, es tut mir wirklich weh, sowas zu lesen, dass die Leute da ihr Geld ausgeben für kaum Alert-Raids. Leute, macht das nicht. Es hat ihr echt Bock drauf, ihr habt eine Wette verloren oder ihr wollt einfach 50 Euro gerade so richtig schön für diese Raids ausgeben, dann ist das auch alles in Ordnung. Aber ansonsten macht das bitte nicht. Und dann die Leute, die sich dann auch mehr auf die Raids konzentriert haben, naja, die dürfen sich dann natürlich auch nicht beschweren, dass da wenige Shinies abgefallen sind, weil ein Raid frisst Zeit. Und mir kam es so vor, als wenn die schwerer gemacht wurden. Also selbst als ich noch ein paar Groudons gemacht hatte mit Kyogre, das hat selbst mit 8 Leuten so unwahrscheinlich lange gedauert. Dann hatte ich auch den einen nicht gefangen. Da waren also 16 Würfe schon mal. Und wirf mal bitte 16 Mal und warte so lange ab, bis der ein fabelhafter wird. Das frisst auch so unmenschlich viel Zeit. Und wenn du da 10 Raids am Tag gemacht hast, weil du noch keinen Groudon hattest in Shiny oder einen Kyogre in Shiny, ja, dann kann man natürlich auch schnell mal so 1-2 Stunden verlieren. In der Zeit hättest du auch dann was fangen können. Und das war genau wie bei Team Rocket. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass die Mehrheit der Leute Team Rocket, das wurde kritisiert. Ich meine Meinung zu Team Rocket kennt ihr ja schon. Ich finde die auch nicht so geil. Für mich war das auch störend. Hat ja sogar einer bei mir reingeschrieben noch im letzten Video. Team Rocket, oh nee, und muss nicht sein, das hat er gestört. Und was mich da auch gestört hatte, ich wusste es von vornherein, die Ballons, dass die immer im Weg waren, das war sowieso klar. Man muss immer das Handy drehen und dann so das positionieren, dass man die Pokémon vernünftig anklicken konnte. Aber noch viel schlimmer waren das wirklich in jedem Pokéstop, war ein Rocket-Rüpel. Und so oft, wie die Pokémon in einem Rocket-Rüpel gespawnt sind. Das war so nervig. Das war einfach so nervig, du konntest es noch nicht mal anklicken. Weil die in dem Rüpel gespawnt sind. Und dann ist der Rüpel aufgeploppt, hat seinen Text erzählt und du brauchst ja auch ein paar Sekunden, ehe das weg ist. Und das, die Gefahr hast du bei jedem Pokéstop über 10 Stunden, ne, bei einem GoFest, wo du 17 Euro ausgegeben hattest. Also das Event am zweiten Tag war, ich fand's wirklich schlecht, aber die Spawns waren geil. Das fand ich besser als beim ersten Tag. Und so gleitet das wieder aus. Ich habe sogar einen 100er Arctos bekommen in der Krypto-Variante. Ich weiß nicht, wie geil das ist. Also bestimmt ein paar von euch, die finden sowas mega Hammer. Ja, ich hab's. Ich hab's euch auch im Video gezeigt, aber so richtig spielen damit werde ich auch nicht. Weil ich sehe das auch überhaupt gar nicht ein, da mehr Candies auszugeben. Nur, dass ich da ein Eis-Pokémon habe, was 20% mehr Schaden macht. Hab ich echt keinen Bock. Und dann tun mir auch diese Krypto-Pokémon leid. Ich finde das immer so schade. Ich meine, in den Spielen, da ist es so, du hast es befreit und du wolltest es doch erlösen. Wieso wird man hier bestraft, wenn du ein Pokémon erlöst? Das ist doch echt total behindert, wenn man sagt, du, ich erlöse dich nicht. Ich habe jetzt einen 100er Krypto Arctos und ich sage, nö, ich lass dich mal schon unter Schmerzen, weil so bringst du mir viel mehr. Oh, das ist, da muss ich mit meinem Gewissen echt kämpfen. Ich würde es am liebsten erlösen, dass es auch so ein 100er wird. Und da müsste, ich weiß nicht, also nach meinem Geschmack müssten die sich da was anderes einfallen lassen. Warum ist denn nicht ein erlöstes Pokémon stärker? Die können das doch so machen, dass ein erlöstes Pokémon auch mehr Sternenstaub braucht oder mehr Candies,
bis du es hochmaxen kannst. Aber so ist das doch der Sinn eines Krypto-Pokémons. Man muss es doch erlösen. Man muss es doch einfach erlösen. Ich kann das 100 da nicht einfach so lassen. Es tut mir richtig leid, wenn ich das immer wieder sehen muss, wenn ich in diese traurigen, ja, oder auch bösen roten Augen gucke und dabei schreit es eigentlich nur um Hilfe und ich kann nichts machen, weil ich weiß, ich brauche es vielleicht später mal, weil es stark ist. Schönes Ding. Das nochmal so nebenbei. Ja, und das waren jetzt so die Sachen, die ich gelesen habe, die fand ich echt interessant, wie die Leute dann doch nicht so zufrieden gewesen sind. Die meisten, wohlgemerkt. Natürlich gibt es ein paar, die auch zufrieden gewesen sind. Selbst hier in unserer WhatsApp-Gruppe, da hatte einer reingeschrieben, er hatte 52 und wie es immer so ist, Wie die Leute sich dann immer vergleichen müssen, ja hier, ich habe 20, ich habe 30, ich habe 50. Ich hätte auch mein Zeug mit reinschreiben können, aber ich denke mir, das hat keinen zu interessieren und im Endeffekt, wem bringt's was? Das ist nur zum Angeben, deswegen wollte ich auch das zweite Video gar nicht hochladen, weil ich weiß ganz genau, ein paar Leute haben eben nicht so viel Glück gehabt und es ist schon scheiße, wenn man da jemanden sehen muss oder sehen kann, der dann seine Ausbeute zeigt, so wie das hier bei mir der Fall ist. Ja, möchte ich euch eigentlich nicht antun, aber wen es interessiert, dem würde es natürlich auch nicht vorenthalten. Spätestens bei der Auswertung hätte ich es ja eh zeigen müssen. Und von daher habe ich da gemischte Gefühle, das Video hochzuladen, aber ich wollte unbedingt nochmal über die Thematik sprechen, wie denn das GoFest so gewesen ist. Aber das interessiert mich auch brennend. Die Leute, die eben beim letzten Mal dabei gewesen sind, könnt ihr mir gerne reinschreiben, ob es denn im letzten Jahr besser war oder das jetzt besser war. Ich meine, ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ich fand es richtig geil, weil es ist genau so gelaufen, wie ich es von Anfang an vorbereitet hatte. Ich hatte es mir so ausgemalt, es ist so eingetreten und ich bin zufrieden. Weil ich genauso gespielt habe, wie es auch für mich am meisten Sinn gemacht hatte. Keine Raids, selten Team Rocket Kämpfe und wisst ihr, was mich ärgert? Wenn jetzt nochmal das Event wäre, ich würde die Spezialfeldforschung gewinnen. Ich würde die nicht mehr machen. Weil das war richtig dumm, sich auf diese Quest zu konzentrieren. Warum eine Spezialfeldforschung annehmen, die du sowieso nach dem GoFest auch hättest machen können? Weil da hätte ich auch noch viel, viel mehr stemmen können. Vielleicht wäre da sogar nochmal das ein oder andere Schmankerl mit dabei gewesen. Das nehme ich fürs nächste Jahr mit. Also ich muss die Feldforschung in einem GoFest nicht direkt während des Festes machen. Macht keinen Sinn. Naja, und wer jetzt wissen möchte, was ich hatte, das war nochmal die Pokémon vom letzten Tag, also nicht vom letzten, sondern vom ersten Tag, nochmal zusammengerechnet. Und ich werde auch direkt mal links mit reinschneiden, was ich am zweiten Tag hatte. So sieht es nämlich aus, ihr habt wahrscheinlich das eh schon jetzt gesehen alles im Hintergrund. Ich musste schmunzeln, dass ich 5 Wablus bekommen hatte. Wablu, was ich fast nie erhalten habe in Shiny. Ein einziges Mal in den gesamten Jahren und wir hatten richtig viele Spawns und jetzt im GoFest habe ich das ganze satte 5 Mal erhalten. Dann Alola Kokowai sogar 4 Mal, Haspiroa, ja eine Witznummer, Bisasam auch 4 Mal, Shiggy nochmal 3 und Glumanda 2. Keine Ahnung, warum ich die Starter so dermaßen häufig bekommen habe. Insgesamt 6 Glumandas, 5 Shiggies und 4 Bisasam. Kein Mensch braucht das, aber ich habe es bekommen. Und was ich auch cool fand, von den regionalen habe ich jeweils nochmal 2 weitere bekommen. Und das ist schon schön. Also nicht nur für mich. Da kann sich ein anderer freuen, weil ich brauche es nur einmal. Jetzt habe ich von jedem 3 und kann es tauschen. Das ist ja das Coole. Wenn der eine mehr Glück hat als der andere, dann ist es ja prinzipiell nichts Schlechtes. Die Sachen sind alle tauschbar und die werde ich auch abgeben, weil, wie gesagt, ich brauche die nicht 3-mal. Da freut sich ein anderer und das ist doch auch cool, schon daran zu denken. Und kaum mal habe ich sogar nochmal 2 Stück bekommen. Fand ich richtig, richtig genial. Und die neuen Pokémon in der schillernden Variante waren auch sehr oft mit dabei. Also so fast alles 2-3-mal. Was ich nicht bekommen hatte, war so ein Alola Knogger. Das fand ich faszinierend. Ich habe da massiv viel angeklickt und ich habe gedacht, davon werde ich locker 2-3 bekommen. Nee, nicht 1. Nicht ein einziges. Da hatte ich also ein bisschen Pech, aber das ist, ja, egal. Es ist dann wirklich egal. Habe ich ja eh schon aus den Raids bekommen. Und wer weiß, ob da nicht die Shiny-Chance auch angepasst wurde auf 1 zu 100. Wer wissen möchte, wie viele Encounters gesamt gewesen sind, das waren 9116, also knappe 1000 weniger als beim ersten Tag. Davon 94 Shiny. Also hier wird sich meine Vermutung vom ersten Tag bestätigen. 1 zu 100 war sehr wahrscheinlich die Rate,
aller Shiny-Pokémon. Und da hatte ich bestimmt ein bisschen Glück, dass ich da drei mehr hatte. Also liege ich über dem Schnitt. Denke ich, ich weiß es nicht. Hab noch nichts gelesen online dazu, weil es hat ja noch irgendeine andere Person noch einen weiteren Test gemacht. Aber ich gehe einfach davon aus, 1 zu 100 war die Shiny-Chance. Und dann kann sich ja jeder so vergleichen mit den Daten, die ich hier habe. Ja, das war's. Das waren nochmal meine Gedankengänge zum Go-Fest. Also ich fand's gut, ich würde jederzeit das wieder ausgeben, das Geld. Und ich würde es auch genau so spielen, so wie jetzt. Nur Team Rocket, das muss nicht mehr sein. Aber man kann ja das Beste draus machen. Und das haben wir ja auch. Und damit wünsche ich euch noch viel Spaß und freut euch auf die kommende Drachenwoche. Also ich bin voller Vorfreude. Es kann eigentlich nur eine Enttäuschung werden. Und ob es eine Enttäuschung wird oder doch eine schöne Freude zum Rausgehen, das gucken wir uns dann an in Richtung Wochenende. Und bis dahin alles Gute, Rinja hauen und Tschüss.